Ja, Hallöchen, liebe Horrorfans, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Review hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon am Titel seht, heute handelt es sich um einen Klassiker, der 1978 damals wirklich eine Revolution für das Slasher-Horror-Genre dargestellt hat. So, dass wirklich Figuren wie Freddy Krueger oder Chucky die Mörderpuppe oder eben auch Ghostface aus Scream wirklich darauf aufbauten und folgten. Und ja, wie ihr schon seht, es handelt sich um nichts Geringes als Halloween. Ja, wer kennt ihn nicht? Michael Myers mit der weißen Maske. Ich bin ein Riesenfan und das ist mein absolutes Lieblings-Horror-Franchise, muss ich sagen. Und deswegen war ich unglaublich gespannt auf diesen Film. Vor allem, weil ja wirklich nur noch ein paar Jahre dazwischen liegen. Aber dazu kommen wir gleich. Denn Halloween, kann ich schon vorwegnehmen, hat mir wirklich gut gefallen. Und deswegen kann ich es auch nicht warten, jetzt über ihn zu sprechen. Ich habe den jetzt vorab schon am 21.10. als Preview gesehen. Er kommt ja erst am 25. offiziell in die deutschen Kinos. Aber ich habe ihn halt als Preview gesehen und werde euch jetzt davon meine Eindrücke schildern. Also, fangen wir direkt an mit der Review zu Halloween von 2018. Ja, der Film geht 106 Minuten, ist ab FSK 16 freigegeben, was mich gewundert hat, denn der Film kratzt ganz schön am FSK 18 und startet ab dem 25.10.2018 in den deutschen Kinos und erzählt jetzt nun die Geschichte von Michael Myers weiter. 40 Jahre nach dem ersten Teil von John Carpenter, denn tatsächlich werden alle anderen Sequels, also Fortsetzungen, die seit 1978 stattgefunden haben, komplett ignoriert. Auch die Remakes von Rob Zombie werden aus dem Jahre 2007 und 2009 auch komplett ignoriert, sodass wirklich nur der allererste Kernteil fortgesetzt wird. Und das auch in einer riesigen Hommage wirklich auch an die Schauspieler, an den Film von damals und vor allem die Fans, die seit all jeher diese Filme geliebt haben, ja. Und vor allem den ersten, der sticht ja da wirklich nochmal besonders heraus. Der hat ja so viele tolle Elemente gehabt, da können die Stunden drüber sprechen. Aber jetzt soll es ja um den neuen gehen und der hat nämlich einiges aufzubieten. Ja, Halloween. Es geht im Prinzip darum, dass Michael Myers jetzt 40 Jahre in einer Anstalt saß, nachdem diese schrecklichen Ereignisse von der Halloween-Nacht 78 stattgefunden haben. Und so wurde er weggesperrt und ist jetzt auch wirklich ein gestandener und fast schon, er ist ein alter Mann im Prinzip. Und auch wieder verkörpert von Nick Castle. Da war ich sehr, sehr erstaunt. Das war auch der, der ihn im ersten Film verkörpert hat. Das ist ein großer Respekt. Der Mann ist auch schon etwas älter. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch natürlich Jamie Lee Curtis, die Laurie Strode spielt, die Schwester, die Michael Myers damals in dieser Nacht verschont hat und jetzt im Prinzip auch eine gestandene Frau ist und auch schon 60 Jahre alt ist. Und Laurie Strode ist gezeichnet von diesem Kampf gegen Michael Myers. Es war ihr eigener Bruder, der hat solche Taten vollbracht und hat sich sozusagen zurückgezogen. Wohnt noch in Haddonfield, aber hat sich sozusagen so ein bisschen an den Waldrand abgekapselt und wohnt da jetzt völlig abgeschottet und lebt ihr eigenes Leben. Hat einen total paranoiden Sicherheitszwang, was in dem Film super gut rüberkommt. Ihre Art hat sich total verändert und wie Jamie Lee Curtis das spielt, da kann man wirklich nur sagen, das ist eine gestandene Schauspielerin und da weiß man nicht mal, ob die da 100% gegeben hat, aber ich kaufe ihr 110% ab. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Habe ich mich unglaublich gefreut. Da hatte ich wirklich oftmals Gänsehaut, weil sie das so rüberbringt. Da hat man das Gefühl, sie braucht es gar nicht schauspielern, weil sie hat das von damals so in diese Neuzeit transportiert, diese Rolle, und hat sie einfach gebrochen. Und das fand ich ultra gut, hat mir richtig toll gefallen. Ja, und wie gesagt, Michael Myers bricht dann sozusagen während einer Umsiedlung, also er soll in eine andere Anstalt verlegt werden und bricht dabei aus und dann ist er sozusagen auf freiem Fuß und nun ist Laurie Strode völlig im Sicherheitsrausch und versucht ihre Familie zu beschützen, denn mittlerweile hat Laurie Strode auch schon eine Tochter, die auch schon eine Tochter hat und Allison ist sozusagen das neue Final Girl, wie man so schön sagt, die am Ende überlebt. Aber da will ich jetzt auch gar nicht spoilern. Ich habe auch nicht gespoilert. Ich habe ja jetzt nur erklärt, was Final Girl ist. Ja, also keine Angst, das war kein Spoiler. So, und ja, wie gesagt, das ist ein unglaublich cooles Setting. Vor allem es ist aber auch eine sehr schwere Aufgabe, jetzt dieses Setting von damals in die Neuzeit zu übertragen. Denn Michael Myers ist von 78 und hat natürlich auch eine ganz andere Manier. Ja, heutzutage sind Horrorfilme schnell, brutal und meistens auch sehr kurzweilig, was mit Halloween ja überhaupt nicht der Fall ist. Und
Ich war aber sehr überrascht, wie der Film das so gut transportiert hat und trotzdem noch neue Elemente mit reingebracht hat, die dem Ganzen noch einen frischen Kick gegeben haben, aber trotzdem diese Grundstimmung von Halloween von damals wirklich noch funktioniert, ja. Und dass man das noch so übertragen kann, hätte ich wirklich nicht geglaubt. Ich war super überrascht. Aber fangen wir jetzt mal an, denn der Film hat nämlich sehr viel Fanservice zu bieten. Es gibt so viele Referenzen, selbst zu anderen Horrorfilmen. Zum Beispiel Chucky wird namentlich, nicht namentlich erwähnt, aber auf jeden Fall sein Franchise wird definitiv erwähnt. Sehr offensichtlich sogar. Und generell hat der Film so viel aufzubieten, was auch mit dem ersten Teil verbunden ist, wo man wirklich sagt, das kenne ich, ja. Und da sitzt man wirklich da so, wow, cool, dass sie das verbaut haben. Und das kam Schlag auf Schlag, hat man ganz oft gehabt. Aber auch nicht so, dass es drüber war, sondern wirklich gut dosiert, verteilt über den Film. Und die 106 Minuten fühlen sich genau richtig an. Es ist nicht zu lang gestreckt, sondern es hat wirklich ein perfektes Pacing gefunden, sodass man da sagt, das fühlt sich jetzt nicht so an, jetzt habe ich 20 Minuten länger im Kino gesessen oder der Film war viel zu kurzweilig. Es hat wirklich einen guten Mittelwert gefunden und das hat für mich funktioniert. So, der Originalcast, wie schon gesagt, Jamie Lee Curtis hat das super gut verkörpert und Nick Castle ebenfalls. Und die neuen Charaktere bringen sich aber auch super ein. Generell, die Nebencharaktere, finde ich, sind in dem Film so nahbar erzählt, dass man wirklich schon mitfühlt. Also das hat man ganz selten in Horrorfilmen, da die Figuren auch meistens überschaubare Charaktere verkörpern. Zum Beispiel, es gibt auch wieder den Stoner Boy, der Gras raucht. Es gibt den Babysitter und wie gesagt, dieses Final Girl, das gibt es auch. Aber die Charaktere sind, warum auch immer, ich kann euch nicht sagen, warum, so gestrickt und so im Film rübergebracht, dass man wirklich mit denen mitfühlt. Ich hatte eine Szene, da hat mir eine wirklich leid getan. Und das schafft nicht jeder Horrorfilm. Das hatte ich schon wirklich lange nicht mehr. Und da hat man sich wirklich ein Stück weit zu Hause gefühlt, dass man da ordentlich mit reingenommen wurde. So, und generell, was ich auch sehr, sehr positiv erwähnen möchte, ist der Soundtrack. Denn da hat John Carpenter wieder ordentlich was abgeliefert. Denn da hat er sich auch wieder ein bisschen neu erfunden. Aber auch irgendwie nicht. Was ein positiver Punkt ist, komme ich gleich zu. Denn John Carpenter hat ja damals schon für den allerersten Halloween-Film die Musik komponiert. Ich glaube, das Hauptthema, das kennt jeder. Ich werde es wahrscheinlich sogar auch unter dieses Video legen. Und das hat er auch wieder ein bisschen aufgefrischt, ja, noch ein bisschen Kick reingegeben, das klingt sehr gut. Und dann hat er aber den Rest des Films eigentlich komplett neu komponiert. Es gibt nur so ein paar Variablen, die noch von den alten Filmen sind, auch so einzelne Töne, aber der Großteil ist neu komponiert, klingt aber wirklich so, als würde man es schon kennen, so vertraut halt, ja. Und das, finde ich, ist ein Punkt, der ist nicht leicht zu erreichen und besonders wenn man so ein großer Fan des Franchises ist wie ich, ist das wirklich nicht leicht, Musik so wirken zu lassen, obwohl man sie noch nie gehört hat, dass sie wirklich vertraut rüberkommt. Und das ist für mich ein absolut positiver Punkt. Und was ebenfalls sehr gut war, ich habe nur Gutes, also einen ganz kleinen Meckerpunkt habe ich, aber das war eigentlich kein Meckerpunkt, deswegen da komme ich gleich zu. Der Film hat wirklich eine ordentliche Härte. Also Donnerwetter. Wie gesagt, das FSK 18 war eigentlich schon in Aussicht für mich. Denn da sind teilweise Kills dabei. Halleluja, ne? Auch so eine wirklich rohe Gewalt, die Michael Myers wieder an den Tag legt. Da denkt man wirklich so, okay, der Typ hat einfach Kraft. Und wenn der da wirklich den Kopf irgendwo gegenrammt, was öfter vorkommt, dann denkt man so, scheiße, das tut richtig weh. Und das bringt der Film sehr, sehr gut rüber. Liegt aber auch in dem Look. Generell, wie die Kamera aufgefahren ist, der Film hat einen sehr realistischen und düsteren Look. Und das funktioniert einfach super gut in diesem Halloween-Setting. Vor allem, wenn dann alles in die Nacht von Halloween geht, also den 31. Oktober. Da ist dann natürlich auch wieder Kostüm on point. Ja. Und das Krasse ist auch einfach, dass Michael Myers da super reinpasst, weil er fällt nicht auf. Ja. Das ist einer dieser wenigen Filme, wo man sagt, da macht es Sinn, dass da Leute einfach in der Nachbarschaft abgeschlachtet werden, weil es keiner mitkriegt. Wie denn auch? Es ist Halloween und da ist wirklich viel Trubel und die Leute feiern Partys, die Leute gehen raus und die Kinder sind unterwegs. Da fällt ein Maskierter einfach nicht auf. Und das fand ich wirklich eine gute Sache. Generell hat man dieses Wesen von Michael Myers, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil die alten Filme sind ja schon ein bisschen langsamer, vor allem auch erzählt, weil Michael Myers rennt ja nie oder so oder tötet auch nicht besonders schnell, sage ich mal. Da hatte ich Angst, dass man das nicht wirklich transportieren kann, aber das hat super funktioniert. Man hat die Szenen
so dargestellt und die Voraussetzungen für die Kills, sage ich mal, für die verschiedenen Tode, hat man auch so gelegt, dass Michael Myers da wirklich als Bestie rüberkommt und jetzt nicht als langweiliger Killer, wo eine da wegrennt, oh mein Gott, und dann fällt sie hin und dann kriegt er sie erst wahrscheinlich, aber so ist das überhaupt nicht passiert. Da hat man ihn sehr clever eingesetzt und das hat mir richtig gut gefallen. Denn so kommt es nicht so rüber, als wäre eine langweilige Figur, sondern wirklich noch der Kult von damals, und das hat sich sehr gut übertragen, meiner Meinung nach. Ja, und wie gesagt, im Endeffekt, ja, ist das für mich die absolut beste Halloween-Fortsetzung, die wir bisher bekommen haben. Der Film hat einen guten Look, er hat eine gewisse Härte, aber wirklich, er hat gut erzählte Charaktere und eine generell gut erzählte Geschichte auch, die ja wirklich an die Ereignisse von damals anknüpft. Und man merkt richtig, kein anderer außer diese Schauspieler könnte das spielen, denn die verbinden da wirklich noch was mit und tragen ihr Herzblut über all die Jahre in diesen Film. Und das hat wirklich funktioniert, da David Gordon Green wirklich Stärke bewiesen, der ja eigentlich für Hangover bekannt ist. Das hat man allerdings nur gemerkt, dass der Film ein bisschen lustiger war, aber jetzt nicht so drüber lustig, sondern wirklich gekonnt. Und da konnte man wirklich manchmal gut lachen. Es war auch ein sehr sadistischer Humor manchmal, also wirklich passend zum Setting des Films. Von daher war da nichts für mich, was jetzt wirklich komplett off-topic war. Ich hatte lediglich einen Plot-Twist in dem Film, der mir im ersten Moment, nur im ersten Moment, nicht ganz gefallen hat, beziehungsweise ich dachte so, na, jetzt driftet aber bitte nicht zu sehr ab. Ist zum Glück nicht passiert. Von daher ist das für mich auch kein Abstrich. Der Rest des Films überwiegt sowieso und glänzt für mich. Von daher bin ich da auch schon durch. Halloween, machen wir es kurz. Für mich 10 von 10 möglichen Punkten und definitiv auf einer Augenhöhe mit dem ersten Teil. Das sind im Prinzip zwei Filme, die laufen perfekt ineinander über. Da hat man ein super Pacing geschaffen, dass das nicht irgendwie jetzt als, was weiß ich, nur als Hommage gilt, sondern es wirkt wirklich wie eine richtige Fortsetzung, so wie wir es schon lange haben wollten. Und das merkt man auch wirklich, dass John Carpenter dort als Executive Producer dabei war und jetzt auch seine Ideen, die er eigentlich früher auch schon hatte, durchsetzen konnte. Denn Halloween 2 ist, glaube ich, sehr knapp nach dem ersten erschienen und ja, da hat er es meistens wegen dem Geld gemacht, hat er sogar gesagt. Also, bin ich jetzt schon durch mit meiner Review und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn es nicht so war, dann könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Wenn es irgendwas zu diskutieren gibt, gerne damit in die Kommentare. Und ich bin jetzt durch und warte, dass der Film auf Blu-ray rauskommt, Leute. Macht's gut!